sind es im Schnitt gewesen seit Jahresbeginn. Wir hatten einen Schnitt im Dezember von über 4.000 und jetzt schwankt es zwischen 1.1. und 10.1. zwischen 2.100, 4.100, im Schnitt 3.000 im Jahr 2016 bisher. Ja, Herr Decker, eigentlich ist es weitgehend beantwortet, aber besteht nicht eine Möglichkeit, weil erstens ganz wesentlich ein Verfassungsgerichtsurteil sich hinziehen würde. Es gibt zwar kürzere Verfahren, aber das ist in so einem Fall nicht zu erwarten. Da die Bundesregierung jetzt in der Person der Frau Merkel ja ziemlich viel allein entscheidet, zumindest hat es so anscheinend, kann nicht einfach gesagt werden, in diesem Fall, in der wir die Sache erledigt, hier ist ja genau der Unterschied, es ist eine so außergewöhnliche Sachlage, dass es hier nur eine politische Entscheidung sein kann, die sich der Verfassungsgerichtlichen zwar nicht völlig entziehen kann im Nachhinein, aber erst einmal die Situation nur politisch entscheidet, sodass also gar nichts geschieht. Ist das rechtlich wie faktisch nicht der wahrscheinlichere Weg, weil, wie gesagt, nichts getan wird seit dem. Sie dürfen, glaube ich, nicht übersehen, dass das Verfassungsrecht in der politischen Wirklichkeit keine untergeordnete Kategorie ist. Und wir haben ein Beispiel, das sowohl belegt, dass, wenn es denn sein muss, auch verfassungsgerichtliche Entscheidungen sehr schnell in einer durchaus essentiellen Situation eine Erklärung herbeiführen können. Das ist der Grundvertragsstreit, den der Freistaat Bayern gegen den Bund geführt hat und der eine der wesentlichen Grundvoraussetzungen dafür war, dass die deutsche Frage offen gehalten wurde, immer wieder bestätigt, die Verpflichtung, sich für die Einheit Deutschlands einzusetzen und letztlich damit auch den Weg für die Wiedervereinigung mit eröffnet hat. Und das ging in einer Situation, wo eine Entscheidung ja auch sehr schnell erforderlich war. Deshalb würde ich zum einen nicht sehen, dass es unbedingt ein sehr langes Verfahren sein muss, wenn es um zentrale Fragestellungen geht. Und ich wäre auch nicht der Auffassung, dass man in einem so elementaren Problembereich sagen kann, dass das Verfassungsrecht hier neben der Politik überhaupt keine Rolle spielt. Das ist nicht der Fall, sondern das Verfassungsrecht gibt zwischen Bund und Ländern maßgebliche Strukturen vor und der Bund hat sich an diese Strukturen, zu denen die Bundesfreundlichkeit gehört, genauso zu halten wie die Länder und deshalb ist das ein nicht nur theoretischer, sondern ein wirklich schwerwiegender, eine schwerwiegende Option, die dem Freistaat Bayern durch dieses profunde Gutachten bestätigt wird. Okay, wenn ich darf, rufen Sie das ein. Danke. Alex Kempel. Drei kleine Fragen. Erstens, wurde der Bundeskanzlerin dieses Gutachten zur Verfügung gestellt und falls ja, wann? Zweite Frage, Sie haben vorher deutlich gemacht, dass es bis heute keine Entscheidung der Bundesregierung, des Bundestages oder des Bundesrates gegeben habe, die zu diesem Verwaltungshandeln führt. Welche Unternehmungen hat denn die bayerische Staatsregierung oder die CSU im Bundestag oder Bundesrat bzw. die Bundesregierung dazu unternommen? Dritte Frage, speziell für den Herrn Herrmann. Derzeit werden an der Grenze durch die Bundespolizei Flüchtlinge, die als Zielland etwa Schweden, nicht Deutschland angeben, unmittelbar nach Österreich zurückgeführt, hat sich selber überlassen, mit dem Ergebnis, dass sie den Weg über die grüne Grenze wählen. Was halten Sie denn von diesem Vorgehen Österreich? Also das Kanzlerin-Gutachten. Kanzlerin-Gutachten hat sie heute bekommen, wir haben es uns selber erst angeschaut und heute machen wir es öffentlich, nachdem wir sehr viel transparent sind. Haben wir es der gesamten Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt. Also Sie haben es nicht vorab bekommen? Hat es nicht vorab bekommen, wir haben es ja selber erst einmal anschauen müssen und uns die Dinge überlegen müssen und die Dinge zurechtzurücken, zu diskutieren. Dafür haben wir uns heute in der Kabinettssitzung 3,5 Stunden Zeit genommen. Also es ist ja nicht so, dass man sagt, das ist ja alles selbst erklären, sondern wir haben es uns selber zurechtgelegt. Und jetzt gibt es auch einige Zeit, dass sich die Bundesregierung das anschauen kann und zurechtlegen kann. Und erst dann werden wir sie mit Forderungen kommen. Was hat die Staatsregierung unternommen? Wir haben uns tausendfach zu Wort gemeldet. Haben Anträge gestellt. Die zuständigen Gremien haben dies bisher nicht gepackt.
Also im Bundesrat haben wir mehrfach Anträge gestellt. Da wird dann erinnern, dass dort ihre Herkunftsländer die ganzen Dinge, finanzielle Anreize zu reduzieren. Das Asylpaket 1 gäbe es nicht, wenn die bayerische Staatsregierung nicht in verschiedenen Ebenen hier intensiv gedrängt hätte. Und zwar auf verschiedenen Ebenen, bis zur Bundestagslandesgruppe. Auch unsere Minister im Bundeskabinett haben mit ihrem Teil dazu beigetragen, dass das ermöglicht war. Aber einen Antrag im Bundestag gab es bisher nicht. Ist das eine Kritik an der CSU-Landesgruppe? Nein. Das ist etwas, was ja noch kommen kann. Wir haben es ja bisher, nette Kritik, das ist gestellt. Also bisher haben wir ein Portfolio von Maßnahmen gewählt, das überraschende Erfolge gebracht hat. Aber auf der Basis dieses Gutachtens wollen wir halt jetzt nochmal anders anschauen. Jetzt noch die Sache mit der Rückweisung, Herr Minister Herrmann. Ich begrüße zunächst einmal, dass die Bundespolizei ganz offensichtlich in den letzten Tagen im verstärkten Maß Personen unmittelbar abgewiesen hat an der Grenze. Das ist sehr vernünftig. Ich hoffe, dass das entsprechend konsequent und möglichst umfangreich fortgesetzt wird. Zweitens, inwieweit Österreich, die dann irgendwo an der grünen Grenze wieder abliefert, liegen mir bislang keine Informationen vor. Aber ich werde Ihre Frage, die wir keinen gerne zum Anlass nehmen, da nachzufragen. Mir liegt umgekehrt die Information vor, dass die Österreicher sehr wohl schon in Kontakt auch mit Slowenien und Kroatien sind, wie Personen zurückgeführt werden können, die von Deutschland abgewiesen werden. Jetzt nochmal der Runde in Englisch. Mal ganz kurz eine Nachfrage, weil mir das bisher so klar war. Fordern Sie jetzt, dass an allen bayerischen Grenzübergängen nach Österreich die Bundespolizei die Grenzen dicht macht und kontrolliert? Oder? Ja, das hat sie während des G7-Gipfels auch getan. Da waren halt entsprechend viele Leute da. Und wenn Sie es nicht kann, helfen wir. Ja, der Vorwurf, dass jetzt das Verwaltungsverfahren ist, ohne Rechtsgrundlage keine Regierungsbeschlüsse gibt und noch keinen grünen Bruch gibt, richtet sich ja auch an den Koalitionspartner CSU. Schließe ich daraus, dass möglicherweise nun der Koalitionspartner CSU die anderen beiden Partner zwingen möchte, einen solchen Beschluss wenigstens herbeizuführen und zur Verantwortung zu übernehmen? Eine zweite Frage, die Zahl 3.000 bis 4.000 Flüchtlinge im Park, sind ein ungutes Vorzeichen für den Frühling. Denn im letzten Jahr waren es in die Zeit sehr weniger. Man muss damit rechnen, dass das sehr dramatisch ansteht. Das heißt, Zeit läuft davon. Wenn bis Juni nichts passiert ist, könnten bis dahin locker wieder 1 Million da sein, wenn man das richtig vorausrechnet. Als zwei, diese Sorge teile ich und deswegen sind wir auch so intensiv unterwegs, geeignete Maßnahmen auf den Weg zu bringen. Art 1 ist eine rechtliche Frage. Also ich sehe jetzt heute nicht den Zeitpunkt Schuldzuweisung, muss jetzt hier was. Wir haben heute ein Rechtsgutachten, bei dem wir eine Situation beschrieben bekommen haben. Und wir werden, nachdem die Situation für uns nicht befriedigend ist, jetzt versuchen, die in die Richtung zu bringen, dass sie wieder befriedigend ist, indem nämlich wieder geltendes Recht an der Grenze eingehalten wird. Das ist der Punkt. Und wer jetzt wem wann, das ist heute nicht eigentlich das Streitthema. Und man könnte doch einen Regierungsbeschluss erzwingen. Und dann sind die Partner dazu nötigen, Tage zu bekämpfen. Wir werden, sehen, ob die Regierung, die Bundesregierung, die geeigneten Maßnahmen ergreift. Das könnte eigentlich sein. Ich glaube, es ist schon wichtig, dass wir das Gutachten in dem Verhältnis sehen, in dem es erstellt wurde. In Bayern ist seit jeher ein Gralshüter des Föderalismus. Und wir sehen eben im Moment durch die entstandene Situation unsere Situation als Land der Bundesrepublik Deutschland in einer existenziellen Weise herausgefordert. Und auf der Basis des Gutachtens dann an den Bund gerichtetes offizielles Schreiben ist natürlich ein rechtserheblicher Akt.